Ja, wunderschönen guten Abend zusammen. Ich bin auf dem Weg an den Bodensee, direkt ans Ufer. Ich wohne ja im malerischen Ort Sipplingen und da habe ich ein gewisses Bild im Kopf, das ich heute Abend umsetzen will. Und ja, ob mir das gelingt, werdet ihr sehen, wenn ihr weiter dran bleibt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es mir gelingt. Denn der Sonnenuntergang, der sich so da hinten anbahnt, sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Bevor wir zum eigentlichen Spot kommen, da draußen sind gerade Angler und die sind so im goldenen Schein vom Sonnenuntergang und das will ich natürlich auch noch mitnehmen. Bild folgt. Voll geil. Ja, damit ihr einen ungefähren Überblick kriegt, was ich heute Abend fotografieren will. Ihr seht hier hinter mir die Kirche von Sipplingen. Ihr seht das Ufer. Hier einmal den Beach Club und einmal noch den Privathafen hier. Und ich möchte natürlich jetzt zum Sonnenuntergang hier Sipplingen, also die Kirche, den Strand hier hinter mir und natürlich hier drüben geht die Sonne unter, möchte ich natürlich den Sonnenuntergang mit einfangen. Ich hoffe, dass die Wolken nachher nochmal richtig schön rot angemalt werden und dass das dann ein richtig schön malerisches Bild wird. So, damit ihr mal einen Überblick kriegt, was ich fotografieren will, das wird so mein Bildausschnitt sein. Nachher beim Fotografieren, wenn der Sonnenuntergang dann jetzt richtig in Fahrt kommt, im Moment geht er links so im Bild ganz leicht unter die Sonne und ich will die Kirche drauf haben und sehr, sehr cool ist, dass der Baum hier vorne an dem Privathäfelchen so richtig schöne Herbstfarben aufweist und das will ich natürlich unbedingt auch im Bild mit dabei haben. So, ich hatte es ja gerade eben schon im Bildausschnitt gezeigt, was mein Bildausschnitt heute Abend werden soll. Natürlich die Kirche hier mit drauf und ich habe es gesagt, hier diese schönen Herbstfarben. Seht ihr das? Dieser Baum hier mit diesen schönen Herbstfarben, der ist einfach mega. Und die will ich heute Abend einfassen oder auffassen. Der Sonnenuntergang läuft so langsam an, es wird so langsam orange und ja, wir schauen, was draus wird. Ich hoffe, dass heute Abend ein wirklich cooles Bild aus meiner Heimat entstehen kann. Übrigens, was ich mal noch ansprechen wollte, was braucht man denn eigentlich alles, um ein tolles Bild vom Sonnenuntergang machen zu können? Also ihr braucht in allererster Linie eine Kamera, ihr braucht ein Stativ und ihr braucht ein Objektiv. Ein Objektiv sollte ein Weitwinkel-Zoom oder ein Weitwinkel sein. Ihr könnt da von 16 bis 24 mm könnt ihr alles benutzen. Müsst ihr dann halt einfach anhand von eurem Bildausschnitt entscheiden, was ihr dann nachher schlussendlich drauf haben wollt. Aber diese Brennweiten sind durchaus möglich. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch noch ein Filterset draufnehmen, ND-Filter oder ein Verlauffilter. Das braucht es aber nicht zwingend immer. Ein Polfilter kann noch zusätzlich dabei helfen, die Spiegelung im Wasser entweder rauszunehmen, sodass wir ins Wasser reingucken können. Aber ein Polfilter kann auch noch viel mehr. Ein Polfilter kann noch die Wolken schöner hervorheben und das Blau im Himmel schöner hervorheben. Und ein Polfilter bietet sich auch extrem gut an in der Waldfotografie. Was es einfacher macht, ist der Verlauffilter definitiv. Ein ND-Filter 64, 8 oder 1000 braucht ihr nicht unbedingt. Das braucht ihr dann, wenn ihr das Wasser schön glatt ziehen wollt und ihr eine Spiegelung noch mehr herausheben möchtet. Aber das funktioniert eigentlich auch ohne ND-Filter. Wie das dann aussieht, ohne ND-Filter, nur mit Verlauffilter, zeige ich euch jetzt.
Wie gesagt, ihr braucht also nicht unbedingt einen ND-Filter. Ihr braucht könnt einen Verlauffilter benutzen. Denn meistens mit der ISO 100 beim richtig schönen Sonnenuntergang funktioniert es eigentlich ganz gut, dass wir eine ordentliche Belichtungszeit schon haben. Das war es eigentlich auch schon, was ihr definitiv braucht, um den Sonnenuntergang zu fotografieren. Also geht raus und fotografiert den Sonnenuntergang. Aber wir schauen jetzt erstmal, dass wir hier den Sonnenuntergang schön drauf kriegen und dass wir hier ein ordentliches Bild, und zwar so, wie ich es mir vorstelle, auf die Kamera gezaubert bringen. Ja, leider macht der Himmel heute Abend nicht ganz so mit, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber nichtsdestotrotz habe ich Struktur im Himmel. Ich habe den Baum hier unten, den ich fotografieren will. Die Kirche wird immer noch schön ausgeleuchtet. Also von dem her, ich nehme das jetzt einfach so, wie es ist. Und das bietet sich vor allen Dingen an, diesen Spot ein zweites Mal zu besuchen. Und das solltet ihr übrigens auch machen. Es ist immer gut, einen Spot nicht nur einmal anzulaufen, sondern zweimal anzulaufen oder sogar dreimal. Denn jedes Mal ist die Stimmung anders und jedes Mal entsteht ein anderes Bild. Es ist nicht jedes Mal gleich und ihr könnt auf jeden Fall jedes Mal was Tolles daraus zaubern. Wenn ihr Geduld habt und wenn ihr nicht denkt, oh ja, habe ich schon einmal fotografiert, gehe ich nicht nochmal hin. Ja, ihr seht, der Sonnenuntergang macht nicht wirklich genug mit, um ein wirklich tolles Sonnenuntergangsbild hinzukriegen, beziehungsweise Sonnenuntergang war ja, Wolken haben wir auch gehabt und wir haben Struktur im Himmel. Also ich bin mit dem Sonnenuntergang eigentlich recht zufrieden, aber natürlich hätte der Sonnenuntergang noch mehr Farbe, noch mehr Rot sein können, damit ich auch wirklich ein schönes herbstliches Bild zustande kriege. Nichtsdestotrotz, ich finde es okay. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen die Perspektive gewechselt und zwar habe ich mich jetzt hier ans andere Ende des Hafens verschoben und ich finde ja solche Hafenbilder echt auch immer wieder schön, gerade wenn man so Struktur im Himmel hat. Und jetzt kommt doch noch ein bisschen Abendrot. Naja, finde ich es trotzdem immer schön, nochmal den Himmel, den Hafen etwas zu fotografieren. Denn so eine Hafenstimmung, die hat ja wirklich auch immer irgendetwas und sieht immer schön aus. Um den Hafen jetzt hier zu fotografieren, zeige ich euch mal kurz den Bildausschnitt. Ich lasse hier unten das Boot, das hier am Hafen direkt am Rand liegt, lasse ich von rechts reinlaufen und nehme das quasi als V-führende Linie. Einmal das Boot und einmal hier diese Poller hier drüben. Ich zeige euch das mal hier, diese Poller und einmal dieses Boot hier unten, ja, als V-förmig führende Linie. Ja, und wie immer gilt, man sollte einen Spot auch nie zu früh verloren geben und zu schnell die Perspektive wechseln. Aber auch das kann mal passieren. Und deswegen bin ich jetzt nochmal hierher zurück und jetzt haben wir richtig schönes Abendrot da hinten. Ich zeige euch das mal. Ihr seht es jetzt hier, schönes Abendrot. Ja, und deswegen bin ich noch mal hierher und habe doch noch ein Bild gemacht oder zwei oder drei oder vier. Je nachdem, wie lange das Abendrot jetzt noch bleibt. Auf jeden Fall
Ich find's geil jetzt. Aber auch der Hafen da hinten hat mir echt gut gefallen. Ja, und wieder geht ein Video zu Ende. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr freut euch mal wieder an den schönen Bildern. Wenn ihr euch über die schönen Bilder freut, schreibt es mir doch in die Kommentare, welches Bild euch am besten gefallen hat. Fazit von diesem Shooting heute oder von diesem Ausflug heute: Manchmal sollte man einfach einen Spot nicht so schnell aufgeben und einfach noch ein bisschen mehr Geduld mitbringen, denn leider habe ich jetzt so ziemlich den schönsten Sonnenuntergang eigentlich ein bisschen oder das Abendrot ein bisschen verpasst. Auch mir passieren Fehler. Das zeigt auch, dass auch mir manchmal noch Fehler passieren und ich nicht unfehlbar bin und auch ich noch teilweise Geduld lernen muss und mich in Geduld üben muss. Aber ja, so ist das eben manchmal in der Fotografie. Einmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Und ein weiteres Fazit ist, wir sollten auf jeden Fall immer mal wieder einen Spot zweimal anlaufen und nicht nur einmal und sagen, oh, Bild habe ich gemacht. Nein, lauf zweimal, dreimal, viermal an, habt Spaß beim Fotografieren. Jedes Mal ist es etwas anderes, im Winter, im Sommer, im Frühjahr, im Herbst. Ihr habt allein 4 Jahreszeiten im Jahr, wo ihr einen Spot ablaufen könnt. Und natürlich habt ihr dann noch viele, viele weitere Möglichkeiten, immer wieder den Spot anzulaufen und Bilder zu machen. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr verliert weiterhin das Interesse an der Fotografie nicht und habt Spaß am Fotografieren. Und ich hoffe, dann sehen wir uns auch beim nächsten Video wieder. Falls es euch gefallen haben sollte, Druck auf die Glocke, Daumen nach oben, Kanal abonnieren. Würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht auch mal persönlich kennenlernen. Ab und zu biete ich auch mal den einen oder anderen Workshop an. Also, falls euch das interessiert, schaut auf der Homepage vorbei. Schaut auch mal bei Insta vorbei. Auch da bin ich aktiv und auch da könnt ihr Bilder von mir sehen, was ich schon alles gemacht habe. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, schönen Abend euch, bis zum nächsten Mal. Euer Dennis vom Bodensee. Tschüss, ciao.